Es haben sich wieder einige Dinge zusammengetragen. Ich habe euch ein bisschen Serie, ein bisschen Klamotte, ein bisschen Kosmetik, sogar ein bisschen Schmuck. Ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und hier gibt es ja auch meine Favoritenvideos. Wenn sie auch nicht monatlich kommen, kommen sie so alle 2 Monate, kann man schon so grob sagen. Und ich habe mich auf eine bestimmte Anzahl beschränkt, also maximum 10 Sachen. Und das sind dann aber auch wirklich die Sachen, die ich die letzte Zeit über wirklich gefeiert habe. Und wir fangen am besten gleich mal mit einer Serie an. Und das ist Start Up. Das könnt ihr inzwischen auf Netflix angucken oder auf Amazon. Ist aber Amazon exklusiv gewesen am Anfang. Es gibt 3 Staffeln. Eine 4. ist noch nicht draußen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Kurz angeschnitten die Geschichte, damit ich nicht zu viel spoilere. Es geht um Easy Morales. Easy Morales hat eine Kryptowährung erfunden und sie geht in ein Unternehmen, stellt es vor, dass sie eben gefeatured wird und da sitzt Nick mit dabei. Nick überlegt, aus diesem Unternehmen, wo er da arbeitet, wo sich Easy gerade vorgestellt hat, auszusteigen und eines Tages, sein Vater ist so zwielichtiger Banker, kommt sein Vater auf ihn zu, er solle doch bitte so schmutziges Geld verstecken. Also, es ist sozusagen waschen. Und er macht das, indem er in die Kryptowährung von der Easy investiert. Und da ist allerdings auch Geld mit drin, das Ronald gehört, ein Gangster. Und so treffen die 3 zum ersten Mal aufeinander und das sind so die Hauptköpfe der Serie. Ich finde, das ist unwahrscheinlich unterhaltsam. Ich habe die gebinge-watched in, glaube 2 Wochen, nicht mal 2 Wochen. Ich habe es geliebt. Ich habe keine Streams mehr angeguckt. Also normalerweise gucke ich gerne Streams an. Will alles stehen und liegen lassen. Schaut euch auf jeden Fall die Serie an. Wenn ihr Netflix habt, gibt es das im Angebot. Wenn ihr Amazon habt, gibt es das eben auch im Angebot. Und mir war es so, als wenn es noch 3 Staffeln gewesen wären und eine 4. eben versprochen wird, die ist aber noch nicht gedreht. Müsst ihr ja auch auf jeden Fall mal auf Wikipedia gucken, kann ich ja mal unten rein verlinken. Gehen wir über zu Klamotte. Ich habe mir mal wieder eine neue Jeans gönnen müssen, weil ich die relativ schnell kaputt mache. Ich habe Lipödem, ist kein Geheimnis. Und beim Lipödem hast du halt ein bisschen dickere Schenkel, ist halt so. Und da gehen Hosen bei mir sehr schnell kaputt. Ich habe die relativ günstig geschossen für 10 Euro. Ist eine Cecil-Hose. Die Marke hätte ich damals nie mit dem Arsch angeguckt. Also die war mir immer zu altbacken. Gut, und ich mag auch nicht alles. Ne? Also ich glaube, ich habe auch die eine Hose, die ich bei mir im Caritas-Laden geholt habe. Die ist, glaube ich, auch so eine. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Klamotten der Marke gibt. Ohne Witz. Also vor allem passt die perfekt. Die geht über den Bauchnabel. Zwickt mich Gott sei Dank nicht. Passt wie eine 1. Ich habe sie ja abschneiden müssen. Also ich kann das inzwischen ganz gut originalnaht wieder an die Hose rannähen, dass es nicht so aussieht, wie jetzt hat es kürzer gemacht. Ich kann das inzwischen, Gott sei Dank. Aber ich nähe halt auch nicht gerne. Ne? Deswegen ist die eine Hose bei mir gekürzt, die nächste nicht. Ist halt so, ne? Und da habe ich es aber gemacht, weil es da ganz gut passt. Und die sitzt halt einfach 1. Die ist aber nicht perfekt für den Sommer, weil die ist ein bisschen zu dick. Das ist so ein dickerer Jeansstoff. Und die trage ich meistens nur an kühleren Tagen. Ich liebe die, wie gesagt, war ein Favorit der letzten Zeit. Kann man wirklich schon so sagen. Wir haben hier meine Sandalen von Vegetarian Shoes. Die habe ich mir im letzten Jahr gegönnt. Waren ein bisschen teurer natürlich. Aber ich spare inzwischen so viel an Kleidungsstücken, dass man eben auch nachhaltige Kleidungsstücke mal kaufen kann
Und die habe ich über Arvesu, glaube ich, habe ich schon wieder vergessen. Über Arvesu. Das war so, dass ich die mir letztes Jahr zu meinem Geburtstag kaufen wollte. Da waren sie ständig ausverkauft. Da waren wir ja gerade mitten in der Pandemie. Und ich weiß, als sie dann irgendwann aufgestockt waren, ich habe immer wieder reingeguckt, habe ich die sofort bestellt. Und ich habe es nicht bereut. Am Anfang tun die ein bisschen die Haxen wieder weh. Gerade so Anfang der Saison, weil das halt schon so ein bisschen anders ist, weil hier halt der Schuh gehalten wird, nur am Zeh. Aber jetzt inzwischen 1A, möchte mich nicht beschweren. Und ich habe das kein einziges Mal bereut, dass ich den Schuh hier gekauft habe. Bei mir kommt echt wirklich, was sowas betrifft, nichts Billiges mehr ins Haus. Weil die sind mir alle auseinandergefallen und der sieht echt noch aus wie neu. Aber den habe ich halt echt im letzten Jahr mindestens genauso oft getragen. Also kann ich echt nichts sagen. Und hey, bei der Hitze und wenn du halt wie ich in meinem Fall Kompressionsstrümpfe trägst, dann brauchst du sowas. Dann kannst du nicht ohne. Absolut nicht. Nächster Schuh, das ist der silberne Ballerina, den ich jetzt schon das ein oder andere Mal angehabt habe. An dem stört mich nur eins. Das ist hier diese Applikation mit dem Rosa. Das ist halt ein Secondhand-Schuh. Du kannst es halt nicht immer so haben, wie du es möchtest. Aber er ist halt bequem. Der ist super bequem. Also das zählt bei mir inzwischen fast noch mehr als alles andere. Und darüber kann ich hinweggucken. Na, sieht ein bisschen seltsam aus, finde ich, so diese Applikation, aber vorne finde ich ihn ganz in Ordnung. Der hat schon ein bisschen gelitten. Da ist schon ein bisschen Schmierketten, Schmierfett oder was auch immer dran. Da bleibe ich immer so ein bisschen an meinem Fahrrad hängen. Scheißegal, den habe ich echt für 8 € oder so geschossen. Da kann ich echt gar nichts sagen. Ja, das ist halt das, wenn du halt Secondhand-Kleidung kaufst, das sparst du dir echt einiges an Kohle. Und ich denke nicht, dass die so mega lange durchhalten werden. Müssen sie auch gar nicht. Müssen sie definitiv nicht. Wenn sie Ende der Saison auseinanderfallen, dann ist es okay. Dann habe ich sie echt kaputt geliebt. Ich wollte echt mal so ein bisschen mehr ältere Dinge auch zeigen, weil das ist nicht ein Format, wo du neue Sachen feierst, weil du so viel konsumiert hast, sondern solche Sachen sind dir ganz oft echt selbstverständlich. Und ich trage wieder mehr Schmuck. Zum einen, weil ich habe ihn. Und wenn ich ihn nicht trage, dann würde ich ihn wegtun. Bin ich ganz knallhart inzwischen. Bringt mir halt echt auch nichts. Habe ich von meinen Eltern mal geschenkt bekommen. Ist schon super lange her. Und das ist halt ganz bequem am Handgelenk. Es kneift nicht. Es geht nicht im Weg rum. Ich mag es ganz gerne. Und das ist Glas. Ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, wo sie das her hatten. Ich habe dann noch so einen Glasanhänger für den Hals auch bekommen. Mit bei ist der so ähnlich. Der ist, glaube ich, so ähnlich gemacht. Also es passt nicht beides zusammen, aber ich liebe dieses Armband. Ich werde wieder ein bisschen mehr Schmuck tragen. Habe jetzt auch mal wieder Ringe dran gehabt. Jetzt zufällig keine, aber Ringe kommen jetzt auch wieder in Einsatz. Ich habe mir mal wieder ein bisschen Elektronik gekauft. Ich bin freitags jetzt häufig alleine im Büro. Und ich habe meinen Chef gefragt, wie ist es denn, darf ich Podcasts schrägstrich Musik hören? Und er hat ja gesagt. Und da habe ich mir so eine Box geholt. Die gab es bei Amazon für 30 Euro. Ich werde die euch mal unten in die Infobox packen. Da könnt ihr mal draufklicken und da kriege ich eine kleine Provision. Damit mache ich ja kein Geheimnis. Und die kann echt was. Also die ist echt gut. Na, also die hat so einen richtig schönen Stereoton. Die ist nicht nur so monomäßig, sondern die hat echt Qualität. Und ich habe die jetzt erst einmal geladen gehabt und seitdem nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt echt mal schwach wird. Die war jetzt 4,5 Stunden, war sie am Freitag an. Dann war sie 2,5 Stunden am Sonntag, nee, am Samstag an. Dann habe ich sie gestern noch mal 1 Stunde angehabt. Akku sagt immer noch, nö, geht. Das ist echt krass, dass das so lange hält. So kann ich das Ding echt empfehlen, vor allem wenn man irgendwie im Badezimmer, wenn man gerade mal duscht oder so ein bisschen Musik hören möchte.
oder Podcasts, kann ich echt mega empfehlen. Das ist echt eine richtig coole Sache. Jetzt brauche ich nur noch ein neues Handy. Der Akku von meinem Handy ist, glaube ich, echt mega im Arsch hier. Hat mich jetzt schon ein paar Mal im Stich gelassen. Hallo, was ist das für ein Zeug? Werde ich noch vorstellen, verwende ich noch nicht so lange. Jetzt habe ich mir damit gestern, klingt jetzt ein bisschen falsch, die Kopfhaut gewaschen. Weil hier ist BHA drin, aber nicht in der Form, dass das irgendwie peelen würde, sondern da stimmt der pH-Wert dann nicht dafür. Aber es beruhigt. Das ist schon an anderen Körperstellen verwendet, wie unter der Achsel habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Dann in anderen Bereichen, wo es halt echt schwitzig hergeht, beruhigt die Haut wirklich einwandfrei. Ich habe das auch gestern auf der Kopfhaut gemerkt, so wie das einfach eine richtig angenehme Sache ist. Ich habe es kurz einwirken lassen, damit ich auch was davon habe, und dann wieder rausgewaschen und dann mit Shampoo gewaschen. Das alleine, das reicht nicht. Das schäumt zwar schon so ein bisschen, aber es reicht echt nicht. Deswegen bin ich auch zu dem gekommen, weil der Leon das in der Story mal gezeigt hat, dass er sich damit auch die Haare wäscht, weil er auch so ein bisschen mit Schuppenprobleme hat. Funktioniert tatsächlich. Wie gesagt, die Haut ist beruhigter hinterher. Und das ist eine richtig tolle Erfahrung, muss ich sagen. Es wirkt nicht nur im Gesicht. Ihr kennt vielleicht meinen Haul, den ich getätigt habe. Da habe ich ja ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und da bin ich echt wirklich baff. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich das nochmal hole. Aber jetzt wird erstmal noch so ein bisschen rumprobiert. Auch aus dem Haul ist der Barrierebooster. Also da wusste ich einfach, das ist 1A was für mich, weil ich beispielsweise, also ich stehe auf Ceramide und da sind Ceramide drin, da sind 5 Ceramide drin, und ich morgens nicht unbedingt Wirkstoffe mir aufs Gesicht mehr packe, aber es kommt halt ganz gut, sowas dann zu haben, oder abends vielleicht doch ein bisschen minimalistischer unterwegs zu sein und doch vielleicht noch so ein bisschen Barriereboost irgendwie zu verwenden. Ich habe halt oftmals echt auch am Körper so Stellen, auch durch das Lipödem, denen geht es dann nicht ganz so gut. Die Haut platzt ein bisschen auf. Und da dachte ich mir halt, wenn du sowas hast, ist das richtig cool. Und die Flaschen vom Leon, die sind alle aus Glas, glaube ich. Oder so ziemlich alle. Also die, wo ich mir geholt habe, ich habe mir sehr viele jetzt von ihm geholt, tatsächlich aus Glas. Ich liebe das Zeug. Ich werde es noch ein bisschen weiter testen und selbstverständlich auch in einem extra Video vorstellen. Wer wie ich eben ein Lipödem hat, der muss ein bisschen aufpassen. Aufpassen insofern, dass er gerade seine Beine ein bisschen mehr pflegt. Ich bin sehr schlampig in der Hinsicht. Und meistens pflege ich meine Beine erst, wenn ich sehe, oh, das ist aber schon trocken. So im Licht siehst, deine Haut bildet so ganz komisch Falten. Kennt ihr das? So Trockenheitsfalten. Dann gehe ich immer her und creme ich panischartig ein. Also ich bin nicht jemand, der sich jeden Tag eincremt, auch nicht jeden zweiten Tag, jeden dritten vielleicht. Und die 10% Urea-Creme, die ist ein bisschen zäher. Manche kommen damit nicht zurecht. Antje, ich grüße dich. Ich komme super damit klar, die zieht bei mir unwahrscheinlich gut ein, aber sie ist zäh. Die ist viel zäher als andere Bodylotions, ne? Also das ist eher so eine feste, zähe Creme, kommt durch das Urea eben. Unparfümiert. Ich habe über das Thema Urea mal einen Faktencheck gemacht. Den werde ich dir auf jeden Fall mal unters i legen, weil das ist einfach ein wunderbarer Inhaltsstoff. Ich habe eine Creme von Balea. Ich liebe das Zeug. Es funktioniert auch echt gut. Und am Körper funktioniert das eben auch 1A. Und 10% ist halt echt eine mega gute Sache. Und Leute, die eben Neurodermitis haben, die schätzen Urea unwahrscheinlich. Ich mag es auch total, wie gesagt. Kompressionsstrümpfeträgerin. Und da musst du halt ein bisschen mehr in Sachen Pflege tun. Auch wenn ich es ständig vergesse. Aber dann versuche ich halt wirklich mit Wirkstoffen zu arbeiten. Und das ist mega gut, die wird auf jeden Fall nachgekauft. Die gute Sarah hat mich überrascht mit zwei Dingen
Und eine Sache davon ist Kopfwohl. Ich feiere das Zeug einfach so. Ich bin so ein Kopfwehkind und heute habe ich schon wieder so leichte Kopfschmerzen. Und das ist einfach echt mega gut. Das ist überwiegend Pfefferminztee, aber es sind noch andere Sachen enthalten. Und die Primavera-Sachen, die sind halt von der Qualität her, finde ich die einfach noch ein Ticken besser, ein Ticken anders. Also es gefällt mir halt so ein bisschen mehr. Und das ist halt echt. Ich habe da schon einiges verbraucht. Ich liebe das, wenn ihr selber so Kopfweh-Leute seid und mal ein bisschen was anderes nehmen wollt, außer Kopfschmerzmittel. Klar, wenn ich richtig starke Kopfschmerzen habe, dann geht nichts anderes mehr. Aber da kann ich viel verhindern damit, ohne Witz. Ist ein treuer Begleiter inzwischen. Ich lieb's. Vielen Dank, liebe Sarah. Hat sie gesehen in meiner Wunschliste bei Amazon. Das war ein richtig toller Wunsch, muss ich wirklich sagen. Also ich freue mich echt über das Zeug. Jetzt hatte ich mal wieder 10 Dinge, die ich euch vorstellen kann. Ist mein Maximum sozusagen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt und es ist mehr. Aber mehr darf es definitiv nicht sein. Normalerweise gucke ich eher, dass ich noch ein bisschen weniger vorstelle. Und jetzt würden mich mal 5 Dinge, die du in letzter Zeit so richtig gefeiert hast, interessieren. Handy und Freund ausgeschlossen. Das zählt nicht, aber gibt es so Sachen, die du wirklich gefeiert hast? Serien, Produkte, Kosmetika, Klamotten. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Und du weißt, Interaktion ist unwahrscheinlich wichtig, auch auf diesem Kanal, weil nur wenn ihr YouTube zeigt, meine Videos werden geguckt mit Daumen, mit Kommentaren, dann werden diese Videos auch bei anderen ausgespuckt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir ist egal, ob das andere Leute sehen oder nicht. Ist es mir nämlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.